Damit beherrschen wir nun die nächste Dribbeltechnik, nämlich Tornado. Trio-Wirbel alle Gegner. 2, 3 und 10. Das liegt daran, dass Ayla nämlich jetzt... Boogie übrigens, lähmt alle Gegner. Drehschwanz. Tornado erfasst nahe Gegner 10 MP. Und Dinosaurier mehr Schaden bei weniger LP. Wird auch eine miese Attacke der Dinosaurier. Sprich, haben wir nur ein LP und setzen Dinosaurier ein, machen wir gigantischen Schaden. Und das ist echt unglaublich, der Schaden. Schmatzer. Boah, wir sind schon im 600er Bereich, also zumindest die drei Charaktere. Marley, Frog. Megabombe bei 406, 553, Kraftzug bei 277. Halt. Robo, wie sieht es mit dem Uzi-Punch aus? Noch 201, also noch zwei Schotter-Gegner. Das würde ausreichen. Gehen wir hier rüber. Ja, neue Gegnertypen. Nochmal Lapis erhalten. Sehr schön. Aha. Dann wollen wir mal. Menschenfresser. Wir wollen immer nur eine attackieren. Oh nein. Die können dieses... Die machen zwar nicht viel Schaden, aber... Es kann sein, dass Chrono gleich automatisch einen Charakter angreift. Ja. Wegen Chaos. Genau. Deswegen, man will die Pflanzen recht schnell ausschalten und eine... beziehungsweise sich auf eine einzige konzentrieren. Ganz einfach aus dem Grund. Weil sonst die anderen Pflanzen gleich auch noch mitteilen. Aber geschafft. Wie viele Tech-Punkte? 24. Oh ja, nicht schlecht. Robo wird aufgestuft. So, will ich hier rüber? Zu der Truhe. Menschenfresser? Ah, drei Gargoyles. Müsste 18 Tech-Punkte geben, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Woher ich das weiß? Manche Tech-Punkte kann man eigentlich bei den Gegnern recht einfach. Vier Gargoyles haben ja, glaube ich, 24 Tech-Punkte gegeben. Ja, und dann müsste, wenn man das halt teilt, gibt jeder Gargoyle eigentlich nur 6 Tech-Punkte. Barriere. Okay. Klettern wir hier die Kette hoch. Haben hier noch Menschenfresser. Oh, noch ein Schotter. Chrono, Ayla, Criticals. Alle beide. Ich will Criticals. Robo, mach ein Critical. Ey, wenn der Gegner sich in Luft auflöst, kriegen wir gar nichts. Keine Tech-Punkte, keine Erfahrungspunkte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wir kriegen, glaube ich, keine Tech-Punkte dafür. Und das finde ich echt schade. Deswegen, man muss gucken, dass man, bitte, ein Critical landet. Oder schnellstmöglich ausschaltet. Oh, yes. So, dann will ich... hier runter und will die Menschenfresser mit drei Gargoyles. Okay, dürften wahrscheinlich auch gerade mal 30 Tech-Punkte geben. Oh, Ayla ist lustig im Kopf. Erstmal die Gargoyles erledigen. Ayla macht keinen Flachs. Oh, Gott sei Dank. Alter, wenn jetzt alle vom Chaos. Oh, Robo muss das alles regeln. Ich weiß nicht, wann Chaos vergeht.
ob es überhaupt vergeht. Naja, jetzt greifen die sich auch noch gegenseitig an. Genau deswegen ist Chaos echt blöd. Macht halt lustig im Kopf. Alter, wenn jetzt alle drei Chaos. Na super. Ey, das wird ein Kampf. Oh, doch. Robo ist vom Chaos wieder befreit. Ah, alle drei sind wieder. Ich habe wieder Kontrolle. Okay, jetzt voll drauf. Ich denke mal, ja, durch Chaos macht man auch kaum Schaden. 30 Durchpunkte. Sehr schön. Und wir kriegen ein Schild und eine Unterkunft. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann gehen wir jetzt mal hier rüber. 3 Gargoyles. Okay. Superb. Oh, crap. Stufe 33, 31, 31, 31, 31. Wie will ich das machen? Ich weiß gleich, was auf mich zukommt. Die Frage ist nur, wen hole ich ins Team? Ich muss kurz die Tests durchschauen. Ayla würde ich gern haben. Er ist ein Allround-Heiler, soweit. Mali kann nur einzeln heilen. Hat aber Hast, was gar nicht mal so verkehrt wäre. Füllt mehrere LP. Alle. Ich glaube, ich nehme Frog ins Team. Statt Robo. Was ich ein bisschen schade finde, weil da könnte ich eigentlich recht gut... Naja. So, Unterkunft. Und speichern. Denn wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kommt der Gipfel. Oh, doch. Okay, doch noch nicht. Boah. Zeithut. Was hat der Zeithut nochmal gemacht? Verhindert Stopp und langsam. Alles klar. 130, 137, 131. Komm, du kriegst Zeithut. Rubinweste. Mesopanzer. Okay. Knack ich noch kurz alle Truhen. Ether voll. Hier gab's was. Eine Magiepille. Jetzt müssen wir... Ja. Man sieht schon, alles wird dunkel. Gehen wir übrigens wieder runter. Wird es auch dunkel bleiben. Denn jetzt kommen wir zum Gipfel und das wird was. Das wird da... Oh Gott. Safe State. Hier haben wir nämlich ein Behältnis. Oh, oh, hier gefangen? Quack, er verschwindet. Genau. Denn es gibt immer einen Wächter. Darf ich vorstellen? Giga Gaia. Beidhändiger Angriff. Dunkelplasma. Das ist eines der und nochmal Doppelhandfeuer. Diesmal. Das ist überhaupt die schlimmste Attacke überhaupt. Wir sollten erstmal deswegen die Hände angreifen. Ah,
Heilekopf mit Verteidigungsarm. Genau, den Verteidigungsarm sollten wir erstmal angreifen. Attacke. Nein! Oh, stimmt. Ich könnte jetzt auch mal verwirren zeigen. Oh, nein! Oh, fucken. Tonic Mat. Ayla. Tonic Mat auf dich. Die nächste Runde. Ich muss Frog heilen. Ich hätte schon früher mit Frog heilen einsetzen sollen. Belebung. Lapis will ich eigentlich gar nicht verwenden, verdammt nochmal. Dafür ist Lapis viel zu gut. Tonic Mat. Frog, komm so schnell wie möglich dran. Der Kampf hat keinen Sinn. Ich bin nur noch am Heilen und Beleben. Ich habe da Bock missgebaut. Objekt. Belebung auf Rock. Du, mein Lieber, wirst sofort. Komm, Tonic voll auf Rock. Alter, wenn Chrono jetzt verreckt, ich krieg einen Vogel, ne? Belebung. So, dann wirst du mal Heilen einsetzen. Ob ich das alles noch retten kann, bezweifle ich ganz stark. Ich muss laden. Ich habe da einen fürchterlichen Fehler gemacht. Ich muss... Mit Chrono und Ayla muss ich angreifen, mit Frog muss ich nur dauerhaft heilen. Ja, kennen wir schon. Giga Gaia, bla bla bla. Oder ich bin unterlevelt und wir sollten hier das mit Level 35 angehen. Weil Dunkelplasma und die... Also, wir müssen die Hände zuerst ausschalten. Ansonsten wird das nämlich gar nichts. Okay, du wirst sofort Heilen einsetzen. Combo. Soll ich es mit Verwirren versuchen? Ich speichere mal ganz kurz so. Wurfbeben, Venusfalle, die Attacke einer Kampfkatze. Heilen. Combo. Eigentlich müsste ich jetzt den Falkschlag eher einsetzen. Und das hätte ich eher tun sollen, den Falkenschlag. Weil damit mache ich fürchterlichen Schaden. Bei beiden Armen. Yep. Gut, Verteidigungsarm ist down. Armangriff nimmt 50% der Lebensenergie. Combo, heilen. Attackiere den Arm. Attackiere den Arm. Gaia Magnade Feuer. Verdammt. Combo heilen. Chrono, du wirst eine Technik einsetzen. Quatsch, nicht eine Technik. Du wirst ganz normal angreifen. Boah, warum geht der Arm nicht down? Komm schon. Heilen.
Ich warte, bis Ayla ebenfalls aufgefüllt ist. Dann werde ich nämlich den Falkschlag einsetzen, weil der macht am meisten Schaden. Und das Tolle daran ist noch, kostet nur 4 MP. Und bevor ich da jetzt hier Verwirren einsetze und 12 MP. So. Technik. Heilen. Weil ich weiß jetzt... Nein! Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Schwachstelle der Kopf hat. Heilen. Ob ich da mit Falkschlag oder mit Verwirren ran muss. Auf jeden Fall müssen beide Arme ab. Vor allem der Verteidigungsarm. Nein! Jetzt greife ich auch noch den Kopf an, oder? Und das bringt gar nichts, beziehungsweise das hilft mir überhaupt nicht. Ich muss die Arme ausschalten, weil ansonsten halte eine Arm die ganze Zeit den Kopf. Komm schon. So. Da habe ich nämlich zuvor eigentlich Angriffstaste gedrückt. Oh, sehr schön. Heilen. So, komm, Falkschlag. Kostet am wenigsten MP und macht auch ganz gut Schaden, als statt dass ich Verwirren benutze. Du wirst doch mal Heilen einsetzen. So. Falkenschlag. Der Kopf kann nämlich kaum was ausrichten. So, Schlagzunge oder Drehsprung. Sobald die solange die Arme noch nicht da sind, am besten den Falkenschlag und den Drehsprung. Und wenn die Arme da sind, Falkenschlag auf die Hände. Und Frog bzw. Glenn soll dringend heilen. Deswegen wollte ich einen Charakter haben. Vor allem Robo wollte ich da eigentlich haben. Ganz einfach aus dem Grund, weil er dann bis dahin schon den Ussi-Punch bei mir konnte. Und dann konnte ich mit dem Ussi-Punch dann noch 700 bis 900 LP Schaden an Gigageier machen. Falkschlag auf die Arme. Komm, du wirst einen Drehsprung auf den Arm machen. Super. Ich habe eine Idee. Falkschlag auf den Kopf, Technik, Drehsprung auf den Arm. Super. Ah, mir gehen so langsam die Ops, die MP aus. Jetzt werde ich Wasserschlagzunge am besten auf Ayla. Die hat ja am meisten abbekommen. Einmal mit der Zunge drüber lecken. Dann kriegt sie LP. Falkschlag. Technikzunge. Auf Ayla. Damit sie noch einmal gut LP bekommt. Und dann werde ich auch mit Drehsprung da agieren. Versuche Armwiederherstellung. Boah, bitte nicht. Falkschlag. Technik.
Drehsprung. Boah, vor allem Giga... Ich wollte gerade sagen, Giga-Geier müsste eigentlich mal demnächst downed sein. Weil so viel hat er eigentlich gar nicht. Der hat auch nur 4800 bis 6000 Lebenspunkte. Oder schon 8000? Ich weiß es nicht. 3000 Erfahrungspunkte, 30 Tech-Punkte, 3000 Gold. Chrono wird aufgestuft. Ella wird aufgestuft. Frog wird aufgestuft. Und wir befreien nun den Guru des Lebens.